Luna. Hallo. What the fuck? What the fuck? Beste Anmodi ever. So schnell war ich nicht mehr aufs Ding, weil wir hören wahrscheinlich einfach nur noch Perry da. Willkommen bei einer weiteren Folge Original Sin 2 Divinity mit Zeugsvertrag. Guten Abend. Scroll. Hallo. Und Rymo. Seid gegrüßt. Ich dachte, er sagte am Anfang so: Hier ist wieder eine Folge Divinity Original Sin mit Perry. Da haben wir jetzt nicht gerechnet. Ey, warum friere ich ein? Bin cool, dass du immun bist. Weiß, aber. Immun! Oh. Da war die Immunität vorbei. Okay. Nee. Warte, ich muss jetzt hier hingehen und stößeln. Oh, stößeln. Okay. Ich habe jetzt hier Schwarzwurzel. Kann mal jemand noch mal ganz kurz gucken, wie das Ganze funktioniert? Geh an das Regal da hinten. Was soll ich verpasst? Ich war kurz. An welches? Hier weg. Hinten. Warte, ich lese dir vor. Erstens, man lege ein Stück Schwarzwurzel in die Ritualschale. Wo ist die. Ah, warte, Ritual. Wo ist die Ritualschale? Keine Ahnung. Ich lese nur vor, ich weiß nicht, wo die Ritualschale ist. Vielleicht hier Mörser und Schnee. Was ist das Ding vielleicht hier? Gelogen? Oder ist eine Lampe? Ich habe sie nicht im Inventar, so wie ich das sehe. Aber warte mal, ich habe glaube ich eine Ritualschale. Hast du? Du Bob. Okay. Aber wie soll ich da was reinlegen? Kombinieren vielleicht? Okay. Stück, ja. Gut. Alles klar, ich lege ein Stück Ding in eine Ritualschale. Hat auch geklappt? Ja. Gut, dann zweitens. Man nehme Blut mit einem Obsidian-Lanzette ab. Am besten das eigene. Und träufle es auf die Wurzel. Blut mit einer Obsidian-Lanzette. Komm, wie kann ich da. Träufle es da drauf, hier komm. Unknown, ungültig. Wie kann ich mir denn selber jetzt Damage zufügen damit? Keine Ahnung. Nee. Verwenden. Ah! Oder? Aha, hat geklappt. Ich hab mit Damage gemacht, auf jeden Fall. Kannst du denn überhaupt looten? Okay, das. Zu weit fragen bin ich nach. Kombinieren. Okay. Ich habe jetzt Ritualschale mit Blut und Wurzeln. Warum? Hat Zertrag den ganzen Scheiß gerade bekommen? Fehlt nur noch Feuer. Fehlt das Feuer. Ich hab das im Inventar. Aber Zertrag hast du gerade auch ins Inventar bekommen. Irgendwie. Ja. Müssen wir das alle machen, oder wie? Weiß actually nicht. Hat das bei mir nicht im Inventar. Der Exaktzertrag hat nur die Ritualschale. Jetzt lass mich erstmal... Ja, okay, egal. Gut, drittens. Man erhitze die Schale und ihren Inhalt über einer Flamme. Hier. Leg rein. Ich mach voll. Geht das? Einfach hinlegen. Ja, ich... Ja. Genau. Alter, das ist halt ein genauer Dampf. Inter, hier wird was erzählt. Ja, warte, komm dazu. Der Rauch umwabert deinen Schädel. Deine Sicht schwindet. Du spürst ein heftiges Hämmern im Kopf und die Welt schwindet. Bonken. Du musst dafür sorgen, dass du ausreichend Quellenenergie dabei hast. Hab ich. Sehr gut, dann... Okay. Und wir machen das. Dann inhale that shit. Ja. You lose all sense of being grounded. You reach out, but you could feel yourself falling slowly, sinking into the depths of your own soul. Ich glaube, sollte man den Scheiß einatmen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, sollte ich. Und ich fürchte, wir müssen das alle machen. Gut. Mach ich. Wie kann ich kombinieren? Nimm einfach seinen Rauch. Aber du musst wahrscheinlich dein eigenes Blut nehmen, oder nicht? Ach so. Also hallo? Ich bin irgendwohin TP'd, aber das scheint ein Solo-Dungeon zu sein. Ja, ist es. Ja. Alter, krasser Stuff. Was ein Trip, ey. Das ist besser als der von Scroll. Die Frage ist... Das ist Scroll. LOL. Hallo Scroll. Okay. Hallo Rahimus. Hallo Xanzatrak. Hallo Scroll. It looks haggard and weak. Its very voice, but a feeble echo of your own. My chosen, come closer, so that you may see me as I truly am. Alles klar. Auf jeden Fall gehen wir dich daran. Look me
in the eyes. The apparition clasps your face in its shaking hands. You suddenly feel your eyes tingle. Everything becomes brighter, sharper. Blacks and whites become glorious bursts of color, then fade back into their accustomed spectrum. Alles klar. Blind eyes shine brightly. Oh, nee, 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 nee. Speak the spell and see. Lol. Alright. Okay, nice. Okay, wir haben alle Geister sich bekommen. Gut. Ja. Lord is the strange mirror image of yourself. Before you stands the goddess Zolstissa in all her spectral glory. You know me now, don't you? I saved you from drowning. I blessed you, made you powerful. And now I've come to seek some power in return. Your godwoken soul is my last refuge, my last bastion. May as well make the best of what you have to offer. Zolstissa nourishes herself from the source that abounds in your presence. You feel it deep down inside yourself. Ah, yes. Just what I needed. I tell you, dying just doesn't become a god. Also, ich will jetzt mal hier nicht so sagen, du bist einfach nicht so fucking gierig einfach nur, hey. Ich brauche schließlich auch noch ein bisschen was von der Quellenergie. Okay, das sind die gleichen Dialogoptionen. Anscheinend. Natürlich ist er ein Arschloch. Sterben? Was passiert mit euch? The void itself is hunting down the gods, leeching us in ways we never thought possible. Droplet by droplet we are being drained. We are battling for our very survival. It's a battle we're losing. And should we truly lose, all will be cast into oblivion. Das werde ich nicht zulassen. Es muss einen Weg geben, euch zu retten. To save us both, as a matter of fact. Na super. You must realize that our fates are now as one. Just as our souls are now as one. Naja, also wir können das jetzt ja mal so sagen. Dadurch, dass du dich in meiner Seele hier versteckt hast, sind jetzt alle Lernerwachten der Welt hinter mir her, gell? Ach, schön, schön zu wissen. That means there is but one place we can go. The Well of Ascension. Der Quell des Aufstiegs? Darüber habe ich mal gelesen. Es ist der legendäre Geburtsort der Götter. It most certainly will be. The Well of Ascension is a lake, a pool of pure source, in which the powers of the Seven lie united. Nice. We gave them up freely to create the first divine. Each of us donated half of that which makes us gods. Keine Ahnung, von der Rede. Lake is to become our chosen. That is where the road der Klang gefällt mir. Leads. And you must be the first to reach it at all costs. Ja, natürlich, dann hey, Badehose an und rein. Keine Sorge, meine Beste. Verlieren ist für mich ein abstrakter Begriff. Warum ist es überhaupt so wichtig, dass ich gewinne? Ist es nicht Ziel, dass einer der sieben irgendein neuer Göttlicher aufsteigt? One must never enter into any endeavor, though, without realizing the stakes. The void is stronger than ever. A new divine won't be enough. You need to go to the Well of Ascension. Not to bathe in the source of the Seven. Wo ist dieser Quell des Aufstiegs? All of it. Only he who claims everything will be everything. The void's doom. This world's liberator. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Tatsächlich denke ich mal, dass das gut wäre. Ich meine, die anderen sind halt auch schon irgendwelche Plebs, ey. But of course, that is what they are saying to their own god woken as we speak. We both know they won't bow.
Just like we both know, you will never bow to them. Only one can become a god strong enough to safeguard our world. One at the expense of all others. So make no mistake, my champion. Chances are the road to divinity will be paved with dead gods. Their blood on your murderous hands. But don't let that dismay you. For these sins will be washed clean by the knowledge you committed them to save all of existence. Alles klar. Wo ist die Quelle? And your loved ones and the world they live in. Wo kann ich die Quelle denn finden? I promise that yours alone will be the powers of the lake. And to the lake I will lead you. But not yet. Not until you become a true master of the source. Until you speak the language of creation itself. Our journey will be fraught with peril. It is a pilgrimage of challenges that will require you to command source like only a godwoken can and wield its most powerful spells. Aber euch bin ich höchstwahrscheinlich in den besten Händen, um der Meister der Quelle zu werden. Also ich kann ja mal sagen, so eine Pilgerreise angesichts meiner Mission, das ist schon ein bisschen komisch, oder? Ich kann tote Elfen sehen. Focus not on death and irony, my chosen. On life and ascension instead. We are I now. The spells you need to know, I will teach you when you are ready. But first you must learn to channel the source in greater volumes. Ja. That is why you need to seek masters of the source. You must make them teach you so that you may become a master in turn. So, return to Rivellon and seek out these sages where they dwell. Convince them to share with you their deep-seated bond with the source. Once you have, you may return to me here. Aber seid ihr nicht auch eine Meisterin der Quelle? And so much more. But I'm no longer who I once was, bound to you as I've become. Wie habt ihr das eigentlich gemacht, dass ihr so meine Wahrnehmung so vernebelt habt? Könnt ihr rein von der Theorie her mir auch davon was abgeben, dass ich das den anderen geben kann? Alles klar. Bis dann, Zordstisa. Best of luck, my champion. The Meister stares intently at you. Her eyes are tired and bruised, but determined. Oh. War der Dialog bei euch auch getriggert? Ja. Okay, dann kann ich einfach durchklicken. Welcher Dialog? There might be something to you after all. She leans in. Her bloody tongue flicks hungrily about your face. Okay, ist das vielleicht, weil wir Echsen sind? Stimmt, Schweinebacke. Na, machst du nichts. Tell me, what did you see? What you know? Raimus, hier steckt immer was in die Tasche. Da soll ich nicht nein zu. Ja, warte, ich hab noch mehr Schrott. Mit seiner Hand. Natürlich. Wie seid ihr wieder zurückgekommen? Direkt neben ihr ist ein Nebel, mit dem du interagieren kannst. Ah. Tut mir leid, meine Gute, aber die Geheimnisse, die ich erfahren habe, sind leider nichts für sterbliche Ohren. The Meister's eyes flash with fury. Oh, Scheiße. You are not a pile of ash, so the ritual was a success, albeit partially. You had all the material requirements, so I can only assume your source was lacking. Warum hast du sowas riskiert, wenn du die Gefahr kanntest? Unfortunate.
Ja, tschüss. Leider ist es nicht ganz so einfach, die Kanäle zur Quelle zu öffnen. Indeed not. And ever more difficult when you've been purged. Baron, was sagst du eigentlich? Ich hab dir jetzt so einen schönen Helm gegeben, gell? Ich hab dir meinen Helm dafür gegeben. Ja, ich weiß. Frische Perrin-Schweiß. Ah, nice. Aber ich hab eine Frage, weil ich den auch nicht tragen kann. Würdest du mir einfach dafür ein bisschen Gold geben, wenn du das übrig hättest? 1000 Gold würden reichen. Wie kann ich das teilen? Du hast so dein Goldbündel in deiner Tasche. Der Helm ist aber nur 500 wert. Der, ja, wenn du ihn wieder verkaufst, aber ich habe ihn gekauft für 1500 oder so. Hast du ganz schlechten Deal gemacht, ne? Nee, es war ein sehr guter Deal tatsächlich. Also wenn du mir 1000 Gold geben würdest, wären wir dann wieder fein. Wie kann ich das machen? Das Ding teilen. Und wie teile ich das? Shift und dann in eine andere, auf ein anderes Feld ziehen und dann den Betrag, den du auswählen möchtest, dorthin ziehen. Geht nicht. Auf leeres Feld ziehen. Ja, versuche ich ja. Hä, ja, bei mir geht's aber. Mit Shift, ne? Ja, mit Shift. Diese Kreaturen werde ich liebend gern töten, anstatt sie um Hilfe zu bitten. Jetzt geht's. Aber das ist nicht zu viel. However, it is the path we walk. No matter what the cost. No matter. Du hast mir gerade 100 Gold gegeben. Nee. Baron ist heute großzügig. Baron, ich kann auch gerne wieder den Helm nehmen. Ja. Okay, danke schön, Baron. Ich hab gedacht, ich mache dir hier so ein gutes Geschenk. Ihr seht echt nicht gut aus. Was ist das, um mich abzukühlen? Sorcerers, evil, controlling your soul, saving Rivalon, please. Please tell me at least some of this rings a bell. Your focus, your only focus, must be on finding these masters. On finding the secrets to divinity. Nothing else matters. Autsch, danke schön. Wo kann ich denn diese Meister finden? Du sahst so krank aus. Würde mal interessieren, ob dir das Schaden macht oder ob ich das heile. They would be an invaluable resource. Regeneriert macht dir Schaden und das Permafrost heilt dich auch. Wie geil ist das denn? Das ist echt praktisch, da kann ich öfter so wie drauf holen. And I promise you the gallows was the most comfortable part of the experience. And if their barracks turns out to be as empty as their skulls, just try to keep them in. There may still be powerful sorcerers hiding in these lands. As she speaks, one of her wounds reopens, a dark red stain spreading across her tunic. She hisses in frustration and starts to bind the gash. Alter. There was more I could do, but in this condition I would be more a hindrance than a boon. Jetzt war der Helm tausend wert. Godspeed and remember, do whatever it takes. Lol. Ich werde mich so schnell wiederkommen, wie ich kann. The spirit of an elegant elf. You can see I am the Meister's apprentice. Meister tells me no air fills my lungs. So, jetzt gucken wir doch mal, ob wir jetzt hier ein bisschen mehr Value im Start haben. Raimus, was hast du denn die ganze Zeit hier gemacht? Ich habe mich hier mit der Meisterin unterhalten. Interessante Dinge rausgefunden. Und ja, dies, das halt. Tatsächlich kann ich auch mit dir reden. Eine Zuckerfee hat mir verboten, die Geheimnisse zu offenbaren. Ich hab mega den geilen Gegenstand gefunden. Vielleicht ist sie jetzt ein bisschen mad auf mich. Baron? Ja? Ich hab dir mal was zum Identifizieren gegeben. Ja, ist wieder. Achso,
Danke. Ja, das denke ich aber auch. Bro, kann ja bei Zeiten mal in mein Inventar gucken, ob ihm das was bringt oder nicht. Er hat eine bessere. Was hat Speicher, ob ihm das was bringt oder nicht? So, Freunde, wie machen wir weiter? Ich hab Bock zu kämpfen. Ja, kämpfen ist gut. Meine neu gewonnenen Fertigkeiten austesten. Ich sehe Magister. Kann ich die töten? Die sind doch nicht so stark. Die schaffen vielleicht alleine. Böse, grausam und abscheulich. Ah, ich glaube, die Hälfte kenne ich von ihnen schon. Wollt noch zu dieser Fischhütte, dachte ich. Ja, da hatte ich leider nicht den korrekten Schlüssel für. Achso. Ja. Wo jetzt? Wir sollten uns wohl nochmal mit ein paar Magistern unterhalten. Mit oder ohne Fäuste? Ja, es war vielleicht ohne. Soll ja nicht so schwer sein. Wie ist wie Sand am Meer? Hier oben ist eine Magister und da kommt mit einer roten Fahne. Warum eigentlich? Gehen wir doch mal gucken. Oh, ja, ja, ja. Kommt mal zu mir. Gleich. Was denn? Diese Treppe hoch. Alles cool. Aaron, ich finde, wir sollten warten auf die anderen beiden, bevor wir was tun. Oh, 2000 Gold. Ja, sicherlich. Du wirst nur das Bild. Das Bild und die Information, die uns dir versprochen wurde, vielleicht. Hier hinten ist ein Stab. Möchtest du den nicht lieber haben? Wir brauchen hier einen geschickten Truhenknacker. Schauen wir doch mal, was hier denn alles so abgeht. Der Idiot ruft mich schon wieder aus irgendeinem Haus. Ey, Ramos, was geht? Grad mal ein bisschen shoppen. Scroll, hörst du mich? Ramos, wie sieht denn das aus? Ich hab dir doch so eine schöne Rüstung gekauft, gell? Ja, ich muss erstmal gucken, wie viel gleich übrig bleibt. Ah, übertreib's nicht. Also so 1,5k wären da schon ganz nett. Ich glaube, das ist leider nicht realisiert, was du mir leid. Aber wenn ich wieder zu genug Gold komme, dann werde ich mich auf jeden Fall erkennen. Ja, dann machen wir 2k, dann passt das schon. Das wollte ich nicht. Wollte interagieren. Scroll! Mein Freund! Hey, Perrin! Hey, komm mal her! Ich bin da. Ich hab was für deine geschickten Finger. Alter, meine. Welches Vibe hast du mir jetzt aufgetrieben? Siehst du diese zwei Frauen? Alter, das sind aber schicke Mädels, hey. Freunde, ja. Wo seid ihr rein? Und hier sind Truhen. Guck mal, wo Rahimus geblieben ist hier. Übrigens sollten wir mal Folgenende machen. Ja, machen wir auch. Also, ja. Hey, Rahimus, Buddy. Das war eine gesprächsreiche Folge mit leichten Drogentrip. Also, so wie Parents normales Leben aussieht. Ja, dank Scroll. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schaut mal Scroll vorbei und ciao. Tschüss.